So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal sind wir hier im Tunnelbau stehen geblieben und da machen wir jetzt weiter. Denn ich wieder eine Zugstrecke von unserer Stadt Richtung dem Dschungel, wo ich entdeckt habe, dass ihr auch die Möglichkeit habt, ein bisschen Bambus zu sammeln. Ich habe zwar ein bisschen Bambus in unseren Tauschhaus reingetan. Jetzt habe ich doch die Schaufel, habe ich doch dabei hier. Doch keiner hier. Da. Ins Tauschhaus reingetan. Aber ich denke mal, das ist für die Spieler, wo hier tätig sind, ein bisschen wenig. Ich hoffe, es kommen noch welche dazu. Ich hoffe, die kommen auch noch hier, die Spieler, wo hier mal da waren. Wenn jetzt auch nicht so schlimm, dann sind ein paar Plätze wieder frei. Und die habe ich mir privat geholt. Das heißt, also ich war in dem Ende. Ich habe es aber so zurückgesetzt, dass ihr auch die Möglichkeit habt, das Ende zu machen. Ich baue da noch so ein kleiner Ende-Spawn hin, wenn ihr das wollt. Dann braucht das Ende nämlich nicht zu suchen. Den Ort gebe ich noch nicht bekannt, wo ich das hinbaue. Aber ich baue dann so ein kleines Ende im Kreativmodus natürlich, dass ihr da nicht stundenlang irgendwo Suche braucht, damit ihr das Ende dann gleich findet. Dann könnt ihr den Drache besiegen, dann könnt ihr euch auch so eine Schalker-Dings bauen hier. Ich gebe da noch die Koordinaten durch, wo es die Stadt gibt. Die gibt es am Ende. So, jetzt geht's hier weiter. Also ich habe den Drache schon besiegt. Mit Mühe und Not, muss ich ehrlich sagen. War cool. Ja, und jetzt bin ich hier halt wieder. Mit euch live vor Ort. So. So. Oh, Scheiße, jetzt habe ich verbaut. Ah, wenigstens kriege ich die Dinger wieder zurück. So, habe ich da. Guck, ich habe Bruchsteine eingesammelt. Bum, bum. Oh, jetzt brauchen wir nämlich die hier. Bum, bum. Das muss hier hin. So, jetzt. Ich hoffe, euch hat das letzte Video gefallen. Viel haben wir ja beim letzten Mal nicht gemacht, außer hier die Strecke weitergebaut. Ja. So, jetzt. Guck ich mal, dass ich hier durchkomme irgendwie. Mit meiner super tollen Spitzhacke hier, wo ich vom Händler gekauft habe. Ich habe ja die Händler, soweit es geht, aufgepusht auf Meister. Dass die anderen Spieler hier die Möglichkeit haben, auch eine gute Ausrüstung sich zu holen. Aber irgendwie wird es hier ein bisschen dunkel. So, mal ein paar Lampen hier hinhängen. Dass die Monster hier nicht spawnen. So, dann geht es nämlich weiter. Bruchsteine sind gut. Ich habe auch schon angefangen, einen Aussichtsturm zu bauen. Privat muss ich auch noch fertig bauen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe noch genügend Projekte hier zum Bauen. Kommt jetzt eine Höhle? Ah ne, ich habe gedacht, da käme jetzt eine Höhle. Die hätte mir jetzt noch gefehlt, die Höhle. Jetzt kommt wieder. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ich weiß nicht, wo wir rauskommen, keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass da gerade eben Kohle war. Ich hoffe, dass wir irgendwo rauskommen. Ich habe ja die Minimap oben rechts installiert. Da müssen wir jetzt so gleich den Ausgang wieder finden. Da ist Sand. Sand brauche ich für Glas zum Brennen, das wisst ihr ja auch. Ich bin voll, macht aber nichts. Das nehme ich dann gerade beim nächsten Mal mit. Beziehungsweise ich kann hier schon mal ein bisschen was reintun hier. Das muss später wieder wieso wieder raus. So, dass ich da nicht reinfall. Ich kann mal gucken, wie weit wir noch haben bis zum Ziel. Ja, nicht mehr viel. Da hinten ist irgendwo das Ziel. Da müssen wir nochmal durch den Tunnel durch. Also es gibt hier ein Graben, Graben, Graben. Nur Graben. Aber wisst ihr, Graben ist schöner. Dass wir nicht arbeitslos werden hier. Wir werden hier wieso nie arbeitslos. Es gibt immer wieder neue Projekte und der Scheiß Sand nervt da langsam. Neue Projekte, wo wir miteinander mal bauen können. Oder jeder für sich. Ich hoffe, dass Mr. Fresh bald wieder kommt hier auf dem Server. Denn beim letzten Mal war er vor 4 Tagen hier anwesend. Aber ihr müsst ja nicht unbedingt online sein. Dann spiele ich immer alleine weiter. Ist auch nicht so schlimm. Ich muss mal kurz meinen Kürbiskuchen essen. Also nicht wundern, warum ich das normal wieder genommen habe. Das gefällt mir doch wiederum ein bisschen besser. Da kackt mein Minecraft nicht ab.
als wenn ich da ein Texture Pack nehme. Außer ihr habt ein gutes, wo ihr empfehlen könnt. Ah, das kannst du mal ausprobieren, das ist cool. Da mache ich es gerne, aber ich finde im Moment kein gutes, muss ich ehrlich sagen. Das füllen wir natürlich dann wieder auf, wenn wir hier fertig sind mit dem Bauen. Also wer Sand braucht, ich tue das ganze Sand in die Tausch, ins Tauschhaus. Ich will dafür nichts, ihr könnt es ruhig haben, wenn ihr das wollt. Das ist ja schließlich da zum Tauschen und zum Handeln. Sonst hätte ich ja gesagt, komm, wir handeln, aber es ist ein Tauschhaus. Das heißt also, ihr tut was raus. Vielleicht könnt ihr auch was reintun, was Sinnvolles. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich mache das ja gerne, euch da ein bisschen unterstützen bei manchen Dingen. So, mal schauen, ob wir heute durch den Tunnel kommen. Ich denke schon, dass wir die Gleise dann weiter verlegen können. Oder wenn einer was zu essen braucht oder was, oder Bambus, sagt's gerade. Dann mache ich die Tür auf, dann könnt ihr bei mir rein und Bambus ein bisschen abbauen, aber bitte wieder aufbauen. Oder wenn ihr Honig braucht oder was auch immer. Ja, bei mir gibt's Honig auch. Ich habe ein paar Bienen gekrallt. Jetzt zeige ich auch noch, wie man sich Bienen holen kann. Okay, da kommt Wasser, das ist schlecht. Dann haben wir gerade mal hier den Weg ein bisschen frei. Sonst habe ich ständig das Problem, dass wir den auf den Kopf kriegen. Aber das ist uncool. Das ist nämlich richtig uncool hier. Ah, guck, so weit haben wir es eigentlich gar nicht mehr. Kann nur den Sand hier noch wegmachen. So, dann geht's weiter. Keine Angst, ich mache da wieder Stein drauf und wieder hier die den Sand. So. Ah, cool. Dann müssen wir da hinten nämlich eine kleine Brücke dorthin bauen, hier zum nächsten Ufer. So. Dann geht's mal los mit dem Verlegen der Platten. Ich glaube, ich mache da alles aus Sandstein hier. Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Ich glaube, so mache ich es, ja. Also die Decke wird aus Sandstein und ich tue zuerst Sand, dann Stein drauf. So, wo sind wir denn? Hier sind wir ja. Ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Ferientag gehabt in Baden-Württemberg. Bei uns haben wir ja heute die Herbstferien angefangen. Morgen kommt ja die Merkel mit ihrem Minister telefonisch zusammen. Da entscheidet sich dann, was verschärft wird hier in Deutschland, was man noch machen darf und was nicht. Da bin ich mal gespannt, ob es auch noch zur Ausgangssperre kommt oder nicht. Ich hoffe es zumindest mal nicht, dass es zur Ausgangssperre kommt. Ich will ja schließlich auch noch was von meinem Leben haben, von meinem Recht als Bürger. Aber wenn sich manche an den Regeln halten, dann gibt es halt irgendwann mal strengere Auflagen. Es ist halt eine kleine Minderheit, wo es sich immer dran hält, dass es Corona gibt, aber daran kann man halt nichts ändern. Die wird es auch so nicht, in die richtige Richtung bringen, muss ich ehrlich sagen. Die denken sich, ah, Corona gibt es nicht, das ist irgendwie so eine ausgedachte Krankheit. Dann tue ich mal ein bisschen demonstrieren ohne Maske, ohne Sicherheitsabstand etc. pp. Ja, im Radio hieß es ja, bis Februar keine Großveranstaltung mehr. Das heißt also kein Weihnachtsmarkt, kein Fischmarkt, das nicht. Da tun mir die Schausteller richtig leid. Die, weil sie im Moment überhaupt keine Einnahme haben, die tun mir, oder Zirkus. Weil der Zirkus tut mir am meisten leid. Die haben überhaupt nichts. Die haben ihre Tiere. Die Versicherung muss sie immer zahlen müssen. Denen geht es im Moment richtig, richtig die Kohle nehme ich doch mit. Ah, ich habe jetzt sogar so einen Sandstein. Cool, dann kann ich hier gerade Sandstein wieder reinmachen hier. Apropos Sandstein, ich kann hier mal die Löcher hier wieder zumachen. Wo ich da auch so Sinn gemacht habe hier. Hier auch. Und schon kann ich nicht wieder ein bisschen Sandstein hier aufnehmen. Ah. Ja. Ich setze überall beim jeden zweiten Dings mal so einen Block hin. Noch ein Block. Ah, scheiße, der Block war Mist. Noch ein Block. Noch ein Block. Da ist Eisen, aber Eisen haben wir genug im Moment.
Es war wieder einer zu viel. Da war wieder Eisen, ich weiß. Ah, jetzt kommt ein bisschen Minecraft-Musik. Also soll die Minecraft-Musik zu laut sein, müsst ihr es mir sagen. Oder zu leise, dann mache ich sie ein bisschen laut am nächsten Part. So. Machen wir gerade mal das ganze Gestein hier noch weg. Aber es ist nämlich leichter hier im Bauen. Ich weiß, dass über mir Monster sind. Auch Zombies. Ich lege mich auch gleich wieder hin. Aber diesmal will ich es hier schaffen. Ich bin ja gut ausgerüstet. Ja, du mich auch. Scheint eine Mumie zu sein. Ja, hier im Spiel gibt es auch eine Mumie. Kaum zu glauben, aber wahr. Die habe ich schon gesehen. Die hört sich gerade so an, als wenn da hinten irgendeine Mumie wäre. So, Gleise verlegen, macht jeder Spaß. Was sind Sie von Beruf? Gleisverleger. Haben Sie nichts anderes gelernt? Nein, ich kann nur Gleise verlegen. Gleise. Guck, da ist auch schon der Zombie. Der riesige Zombie hier. Und will eins aufs Maul. Komm her. Sonst noch ein Zombie. Ja, komm, ja, da ist ein Zombie. Komm, boah, komm, seid ihr so aktiv drauf? Geht's euch noch gut, oder was? Herrgott, was habe ich jetzt für ein Dings gekriegt? Schade, das, ah, jetzt ist es wieder weg, gut, okay. Vielleicht irgendein Infekt, irgendeine Grippe, aber kein Corona. Ich glaube, Corona gibt es in dem Spiel noch nicht. Das wäre es doch, wenn sie in dem Spiel noch Corona kriegt, kriege würzt als Krankheit. Aber so weit sind sie, glaube ich, schon nicht, die Entwickler. So. Ich habe da noch genug hier Sand. Mache ich gerade den Sand hier wieder voll. Hier doch nicht. Er kommt wunderbar schön. Ah, ja, 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 ja. Ja, ich bin auch erst von der Arbeit zurückgekommen. Deshalb klappt das Ganze noch zack. So, 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 so. So, so. Ich lasse es natürlich so, wie es ist. Hm? Was willst du hier? Kleiner, frischer Sandding. Ah. Ich darf da echt mit der nicht so oft draufhauen hier. Ich werde gerade mal hier ein bisschen zumachen. Also wir unsere Ruhe haben. Wieder verdrückt. So, 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 so. Habe ich normaler Sand dabei zufällig? Nein. Gibt es hier ein bisschen Sandstein? Und Torte, dein Kumpel will auch wieder was hier. Ah, daneben. So geht das, Junge. So und nicht anders da. So, machen wir gerade mal den Tunnel hier noch zu Ende. Ich habe hier nur zwei breit gemacht, das reicht ja. Also nicht wundern, warum ich das draußen vier breit gemacht habe. Ganz einfach, dass ich da noch eine Mauer hinbauen kann, dass kein Mob oder so meine Bahn nimmt. Das ist nämlich ärgerlich. Wir sitzen, auf einmal kommt so ein Mob und hockt sich da in deine Bahn rein. Dann kannst du ja nicht mehr wegfahren. Das ist doch kacke, ist das doch. So, ich tue gerade mal den Sandstein noch ein bisschen verbauen, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Damit ich hier mal ein Licht aufhängen kann hier. Also wie schon gesagt, das ist noch pro forma. Das wird natürlich dann noch ein bisschen schöner gemacht hier. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe eine Kleinigkeit. So. Ja, Thorsten, ich komme gleich in Discord. Ich tue gerade hier noch zu Ende aufnehmen. Oh, Enderman. Der wartet nämlich auf mich hier. Ich hab mich mit dem nicht verabredet zum Zocken ein bisschen. Er hat mir wahrscheinlich schon eine Nachricht geschrieben. So. So. Oh, das war, glaube ich, ein paar zu viel hier. Hier. Also, wie schon gesagt, das mache ich natürlich ein bisschen schöner. Das ist nur mal so, dass die Monster wegbleiben. Von mir. Ich will ja schließlich mit denen ja keinen Ärger haben. So, da ist der Tunnel offiziell vorbei hier. Ich kann ein bisschen hübsch hier. So. Aha. Ja, so kann man es lassen. Oh, wie viele Minuten? Ah, 15 Minuten haben wir schon gespielt. Wow, ey, die Zeit, die geht hier flöten. Wisst ihr das? So richtig geht die Zeit hier weg. Noch nichts geschafft, aber Hauptsache schon bald wieder Feierabend hier in dem Spiel. So.
jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr da wart. Und ich baue hier weiter. Also die nächste Folge endet dann, dass wir am Dschungel angekommen sind. Mit diesen Worten möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Denkt dran, lasst Nathalie LP eine Daumen da und ein Abo, genauso wie bei mir. Unterstützt sie bis mit ihrem Projekt, mit ihrem Fly Simulator. Ja, bis die Tage. Ciao, eure Soft D68. Tschüss, tschüss.